So, Freunde, kurzes, knappes Intro. Die zweite Bundesliga steht wieder vor der Tür. Viel Spaß mit der ersten Spieltagsprognose zur neuen Saison. Denkt natürlich auch dran, falls euch das Video gefällt. Daumen nach oben, Kommentar, Abonnement nicht vergessen. Und wir springen rein. Let's go. Ja, und dann zum ersten Spieltag direkt mal so ein Kracher. HSV gegen Schalke. Ganz schwer, bin ich euch ehrlich. Also, ich habe euch ja gesagt, wer mein Saisonprognosevideo gesehen hat, für mich zwei Aufstiegskandidaten auf jeden Fall. Aber es ist natürlich am ersten Spieltag sehr schwer einzuschätzen. Also, beide Mannschaften für mich auf dem Papier sehr stark. Aber da müssen erstmal die Mechanismen rein. Die ganzen neuen Spieler müssen sich zurechtfinden. Das kann man am ersten Spieltag immer, es kann in 20 verschiedene Richtungen gehen. Also brauchen wir uns nichts erzählen. Da kann ich jetzt prognostizieren und es kann komplett schief gehen oder ich prognostiziere genau richtig. Ich denke mal, wir machen auch kein allzu langes Video. Wir machen es kurz und knapp gehalten. Freunde, ich bin euch ganz ehrlich, ich gehe auf ein 1:1 an, unentschieden zum Start. Ich glaube, wie gesagt, nachdem ich beide wirklich ganz weit oben sehe in dieser Saison und beide auch relativ gleich stark einschätze, dass es jetzt da keinen großen Favoriten gibt. Wie gesagt, erster Spieltag kann natürlich immer sein, dass eine Mannschaft erstmal ein bisschen länger braucht, aber ich glaube, dass beide von Anfang an in dieser Saison angreifen und beide sich da nicht wirklich viel nehmen. Drum, ich gehe erstmal auf ein solides 1:1. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sich da eine von beiden Mannschaften eher durchsetzt. Sehe ich nicht und dann springen wir erstmal ins nächste Spiel. Ja, und dann kommen wir auch schon zu Kaiserslautern gegen St. Pauli. Lautern ja mit einer sehr, sehr starken Saison, also muss man den Hut ziehen, was die da abgeliefert haben, besonders am Anfang. St. Pauli dagegen am Anfang eher relativ schwach, aber zum Ende hin raus natürlich auch unfassbar stark gewesen. Also da treffen auf jeden Fall zwei gute Mannschaften aufeinander, Kaiserslautern als auch mit sehr interessanten Transfers, zum Teil sehr cool auch, muss man sagen, wie es ist, aber ich bin euch auch ganz ehrlich, ich sehe St. Pauli ein bisschen weiter vorne, also ich habe eher das Gefühl, St. Pauli greift weiter oben an als Kaiserslautern, deswegen machen wir es auch hier wieder relativ kurz und knapp. Ich sage, es wird trotzdem ein knappes Spiel, aber ich gebe erstmal St. Pauli den Sieg. Ich könnte mir schon vorstellen, dass besonders nachdem man in der letzten Saison so unfassbar schwach reingekommen ist, dass man diese Saison versucht, das unbedingt zu verhindern und mit drei Punkten natürlich am Anfang wäre das schon mal was. Ich sehe, wie gesagt, einfach St. Pauli eher in der Favoritenrolle. Ich denke nicht, dass es für Lautern deswegen reichen wird. Kann natürlich sehr umkämpft sein, vielleicht mit einem relativ späten 2:1. Ist jetzt alles Spekulation, aber da haben wir erstmal unseren ersten Sieger. Ja, Freunde, dann kommen wir auch schon zu einem Spiel, bei dem ich persönlich sehr gespannt bin. Elversberg zu Gast bei Hannover. Könnte sehr lustig werden. Ich bin euch ganz ehrlich, man kann Elversberg ja überhaupt nicht einschätzen. Also eine unfassbar starke Drittligasaison gespielt, natürlich direkt durchgerannt, aufgestiegen. Kann man nur den Hut vorziehen. Aber jetzt natürlich in der zweiten nochmal was ganz anderes. Es wird auch natürlich daran liegen, wie kommt Hannover rein, wie kommt Elversberg überhaupt mit der zweiten Liga zurecht? Sind sie darauf eingestellt? Der Kader? Ist das genug, was man dafür braucht, um irgendwie die Klasse zu halten? Aber da reden wir dann vielleicht Richtung 30. Spieltag drüber. Jetzt erstmal zu Beginn sage ich euch auch hier wieder ganz ehrlich, Hannover halt die gefestigte Zweitligamannschaft, Elversberg als klassischer Aufsteiger. Ich persönlich glaube, sie werden ein bisschen Zeit brauchen, sollten sie sich überhaupt in der zweiten Liga halten können, was sehr cool wäre. Für mich jetzt aktuell nochmal ein bisschen schwer vorstellbar, aber sie werden erstmal Zeit brauchen. Also ich denke nicht, dass man wie in der dritten Liga direkt durchrennt und gefühlt jedem Gegner Beine macht. Ich glaube aber wiederum auch nicht, dass sie die Abschussmannschaft werden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie kämpfen werden, dass sie auf jeden Fall alles dafür tun, um eine sehr gute Saison zu spielen, unabhängig auch davon, ob man wieder runtergeht. Man kann auf jeden Fall sehr stolz auf seine Leistung sein. Ich denke aber nicht, dass es erstmal reicht, um Hannover zu schlagen, besonders wie gesagt, weil man sich erstmal vielleicht ein bisschen umstellen muss auf das ganze Neue, was da auf einen zukommt. Hannover hat das Ganze nicht, deswegen gehen wir mal auf ein solides 2:0. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen umkämpft wird, aber am Ende des Tages steht da mein Sieger auf jeden Fall fest. Ja, Freunde, und desto weiter wir runtergehen in dieser Liste, desto interessanter wird es, finde ich, weil die Spieler halt einfach so unfassbar schwer einzuschätzen sind. Man kann jetzt nicht davon reden, wie es in der letzten Saison war. Das ist einfach nicht möglich. Der erste Spieltag, der kann immer in 1000 Richtungen gehen, aber wir springen direkt zu Osnabrück gegen Karlsruhe. Osnabrück ja auch aufgestiegen, gerade so, da war es ja auch sehr eng in der dritten Liga. Haben es am Ende dann doch noch gepackt, spielen jetzt gegen den KSC. Schwierig auch, bin ich euch ganz ehrlich, weil es halt einfach nicht einzuschätzen ist. Ich kann beide Mannschaften jetzt schwer beurteilen. Der KSC natürlich auch mit einer sehr soliden Saison. Osnabrück aber genauso. Natürlich muss man nochmal differenzieren. Zweite Liga, dritte Liga. Ich brauche jetzt hier nicht groß rumerzählen, um irgendwie ein bisschen Luft im Bauch zu kriegen. Ich mache es einfach kurz und knapp. Ich gehe auch hier auf ein 2:2. Irgendwie habe ich das Gefühl, es könnte vielleicht so eine kleine Torgala werden, aber am Ende keinen großen Sieger. Beide Mannschaften müssen sich vielleicht erstmal ein bisschen reinfinden. Gibt deswegen vielleicht ein paar Nachlässigkeiten in der Defensive. Dadurch entstehen dann ein paar mehr Tore. 2:2 erstmal zum Reinkommen. Was soll ich euch erzählen? Ich kann euch nicht mehr erzählen. Ich kann hier philosophieren, wie ich will, Freunde. Am Ende des Tages wird das eh alles auf dem Platz geklärt. Deswegen springen wir zum nächsten Spiel. Ja, Freunde, dann machen wir natürlich den dritten Aufsteiger auch noch komplett. Wiesbaden gegen Magdeburg. Die Wiesbadener ja mit einer unfassbar starken Relegation. Also das war ja alles so eng. Wiesbaden dann gegen Bielefeld extrem solide durchgesetzt. Also haben gar nichts anbrennen lassen. Jetzt gegen Magdeburg, die ja im Jahr davor schon zweite Liga gespielt haben, aber auch dann aufgestiegen sind, eigentlich noch relativ frisch. Magdeburg sehe ich aber hier, muss ich euch sagen, so ein bisschen in der Favoritenrolle. Also ich glaube, Wiesbaden würde jetzt
vielleicht nicht so Anpassungsprobleme haben wie Elversberg oder sowas, aber Magdeburg einfach auch in der letzten Saison schon überzeugend gewesen an vielen Stellen. Ich mache sie aber auch relativ knapp, also ich bin jetzt in dieser Saison noch kein Freund von so hohen Ergebnistipps, zumindest am Spieltag 1. Ich gehe auch hier auf ein 1-0, also ich kann mir schon vorstellen, dass Magdeburg sich am Ende durchsetzt, aber vielleicht auch mit sehr viel Kämpfen, mit sehr viel Wille. Ja, es ist sehr schwer auch hier einzuschätzen, aber ich denke mal, mit einem 1-0 ist erstmal ganz gut bedient. Ja, und dann springen wir auch eigentlich schon zu dem nächsten Kracher. Auch ein sehr, sehr interessantes Spiel. Hertha zu Gast bei Düsseldorf. Also, dass ich das überhaupt nochmal sage, zumindest in der zweiten Liga, hätte ich vielleicht jetzt vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, bin ich euch ehrlich. Hertha natürlich mit einem sehr großen Umbruch. Da muss nochmal sehr viel passieren, bis wir da vielleicht nochmal ein bisschen was in der ersten Liga sehen. Ich denke auch nicht, dass sie dieses Jahr aufsteigen werden. Wenn ihr mein Prognosevideo gesehen habt, wisst ihr das natürlich sowieso. Düsseldorf dagegen letzte Saison mit einer sehr, sehr soliden Saison. Also kann man nicht wirklich viel meckern. Haben es eigentlich gut gemacht, haben sich stark gehalten. Ein bisschen zu wenig für den Aufstieg, aber alles andere war top. Ja, schwer. Sehr, sehr schwer, weil ich Hertha 0,0 einschätzen kann. Es kann auch sein, dass ich mich komplett vertue und Hertha steigt sowieso, wie sie sind, direkt wieder auf. Ich kann es mir bloß nicht vorstellen. Ich glaube einfach nicht, dass Hertha den aktuellen Kader und die aktuelle Situation dafür hat. Ich denke, da ist der Umbruch einfach zu groß. Schwierig, was jetzt gegen Düsseldorf ist. Ja, ganz, 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 ganz schwer. Also bei dem Tipp bin ich mir wirklich überhaupt nicht sicher. Aber ich sehe die Hertha dann vielleicht nochmal ein Stückchen stärker als Düsseldorf. Vielleicht mit einem 2-1. Vielleicht gibt es irgendwie nochmal ein interessantes Tor oder sowas, keine Ahnung. Ich kann es mir, wie gesagt, trotzdem nicht vorstellen, dass Hertha aufsteigt, aber ich gehe jetzt in diesem Spiel mal ganz knapp auf ein 2-1, aber das ist nur Bauchgefühl, frag mich bitte nicht nach einer Erklärung. Ja, Freunde, dann kommen wir zu so einem bisschen ruhigeren Spiel. Erstmal Fürth gegen Paderborn. Fürth ja seit dem Abstieg nicht mehr ganz so präsent, haben sich immer noch in der Klasse gehalten. Das war ja, glaube ich, erstmal die oberste Priorität gegen Paderborn, die ich persönlich finde, in dieser Saison so kleiner Underdog sind. Also ich sehe Paderborn schon relativ weit vorne, jetzt nicht ganz oben, aber auf jeden Fall ein bisschen weiter vorne, wieso nicht, haben auch sehr ein paar interessante Transfers gemacht. Ich glaube, ich muss nicht erwähnen, wen ich da zum Beispiel meine. Ja, und jetzt kommen wir halt direkt mal so Hinspiel, direkt mal in Fürth, Paderborn. Also ich habe meinen Favoriten, sage ich euch ehrlich. Ich gehe jetzt zum ersten Mal sogar ein bisschen eindeutig. Ich sage mal ein klares 3-1 für Paderborn. Also ich gebe da schon viel drauf, dass Paderborn gewinnt. Ich habe irgendwie das Bauchgefühl, dass sie in dieser Saison vielleicht ein bisschen mehr erreichen, als der ein oder andere erwartet. Deswegen mal reinkommen mit einem sehr guten Gefühl, mit einem starken Auftakt. Warum eigentlich nicht? Und führt, wie gesagt, sehe ich auch in dieser Saison, obwohl sie jetzt ein cooles 4-4 hingekriegt haben gegen Liverpool, sehe ich sie aber in dieser Saison jetzt irgendwie nicht oben angreifen. Also klar, sie haben ein paar starke Spieler, haben auch eventuell die Qualität für ein bisschen mehr, aber irgendwas fehlt mir bei Fürth und ich denke besonders jetzt zum Saisonauftakt, vielleicht hapert es dann noch an vielen Stellen, Paderborn kommt vielleicht besser rein, 3-1, wir gehen weiter. Ja, Freunde, dann kommen wir auch schon zu Rostock gegen Nürnberg. Beide Mannschaften haben es in der letzten Saison dann schon relativ lange spannend gemacht, dann zum Schluss natürlich trotzdem die Klasse gehalten, das ist das Wichtigste, aber ich glaube, beide haben den Anspruch, dass es vielleicht diese Saison mal ein bisschen besser läuft. Deswegen finde ich, treffen aber auch da zumindest auf dem Papier so zwei Mannschaften, die aktuell relativ ähnlich stark sind, aufeinander. Ich habe jetzt auch hier keinen so wirklich klaren Favoriten, sage ich euch, wie es ist. Ich gehe auch deswegen hier auf erstmal ein 1-1. Ich kann mir, wie gesagt, vorstellen, dass beide relativ auf Augenhöhe sich duellieren und deswegen kein klarer Gewinner feststeht. Ist Bauchgefühl, fragt mich auch wieder hier nicht, wieso. Wir springen zum letzten Spiel, Freunde. Ja, Freunde, und das Ganze abschließend tut dann Braunschweig gegen Kiel. Braunschweig, also die haben es ja wirklich, wirklich spannend gemacht bis zum letzten Spieltag. Die Kieler dagegen mit einer bisschen entspannteren Saison, aber auch nicht an allen Ecken so zufriedenstellend, wie es vielleicht erwartet wurde. Jetzt treffen sie gegeneinander, schwer einzuschätzen. Also ich sehe beide auch wieder relativ ähnlich. Auch hier wieder ganz, ganz schwere Entscheidung. Ich sehe eigentlich jetzt erstmal auch beide relativ ähnlich auf Augenhöhe. Aber ich gebe Kiel dann trotzdem am Ende des Tages vielleicht so 1-2% mehr, die dann reichen, um doch das Spiel noch zu gewinnen. Ich gehe auf ein 2-1. Auch ich denke, hier wird es wieder knapp. Also ich sage es euch, wie es ist. Alles, was ich bis jetzt prognostiziert habe, oder zumindest das meiste, sehe ich relativ eng und relativ knapp aneinander. Es ist halt, wie gesagt, der erste Spieltag. Auch am 10. Spieltag wird es nicht einfacher vorherzusehen, was in der Bundesliga, besonders in der zweiten, passiert. Aber besonders am ersten Spieltag ist es immer extrem schwer. Also es kann in 1000 Richtungen gehen. Und ich glaube, man kann jetzt auch nicht noch so wirklich sagen, wer Favorit ist, wenn ein Spieltag durch ist. Deswegen, ihr wisst es ja alle, ich weiß es auch, die zweite Bundesliga ist verrückt, was da teilweise für Ergebnisse passieren. Jetzt haben wir mal so einen kleinen Eindruck. Ich glaube, es ist jetzt nichts zu Verkehrtes mit dabei. Ich glaube jetzt auch nichts, was komplett abwegig wäre. Das ist ja eigentlich immer so schon mal ein ganz gutes Zeichen. Was dann bei rumkommen, müssen wir aber abwarten. Freunde,
Vielen, vielen Dank, dass ihr am Start wart. Ist eine bisschen kürzere Aufnahme. Ich habe jetzt nicht so viel gesagt, habe eigentlich relativ schnell mit den Ergebnissen weitergemacht, weil es gibt, wie gesagt, einfach nicht viel zu sagen. Das ist eine Prognose. Da kann ich erzählen, was ich will. Das sehen wir dann erst, wenn es soweit ist. Freunde, denkt natürlich auch dran, Daumen nach oben, ein Kommentar vielleicht, wer ihr denkt, wer den ersten Spieltag dominieren wird. Ein Abonnement auch sehr, sehr cool, da freue ich mich auch. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder, je nachdem, was es für uns wird. Ich kann es euch nicht sagen. Freunde, macht's auf jeden Fall gut. Vielen Dank, dass ihr am Start wart. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.